Moin moin und herzlich willkommen zu Emily Wants to Play 2. So, den ersten Teil habe ich ja schon mal angespielt, fand ihn sehr schrecklich. Also eigentlich war er ja gut, aber ich fand ihn auch ganz schön bizarr. Ich werde bestimmt noch einige Folgen bringen, gehe ich mal von aus. Ich wollte jetzt aber mal den, ich denke mal, das ist der zweite, ja, mal anspielen. Emily möchte jetzt mitspielen. Mir wurde gesagt, dass der Teil hier viel besser ist als der Vorgänger. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das toll finden soll oder eher nicht. Ach komm, wir schauen einfach mal rein. Mehr als in die Hose scheißen können wir uns nicht. Bin ich jetzt eigentlich schon drin im Spiel, oder? Ui, das sind wir. Interact. Okay. Ich bin aber noch nicht im Spiel, ne? Nein, bin ich nicht. Flashlight, L1 oder Kreis. Pause. Sprinten. Aha. Warum muss ich hier sprinten? Wie kann man Jumpscares ausmachen? Ist das richtig? Nein, ist doch scheiße. Und Zoom Dreieck. Okay. Gut, gehen wir mal rein. Mal gucken, was diesmal für Puppen auf uns warten. Verrückte Party. Ich bin keine Ahnung, was ich bin, weil mein Englisch so schlecht ist. Creepy. Hey, 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 ich hab noch gar nichts gemacht. Oder war ich das? Ah, ich war das. Ich bin über meinen eigenen Müll gestampft. Das sieht schon mal richtig kacke aus. Unser Schatten übrigens auch. Gut. Ja, ich denke mal, dass wir diesmal kein Pizzamann sind. Ja. Auch creepy. Ich bin so müde oder so schläfrig. Dann sollten wir uns doch mal hinlegen, oder? Das sieht aus hier. Ohne Scheiß, wie sieht das hier aus? Krass. Krass. Ich muss nach oben gehen, um zu schlafen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Licht wäre toll. Oh, okay. Oi, oi, oi. Also meine erste Bude war ja auch kein klinisch reiner Ort, aber das ist schon krass.
rumhänge, überall diese perverse Bilder, diese perversen Bilder hier. Ist das Kunst? Japanische? Sieht so japanisch aus. Oder chinesisch wäre niemand zu nahe treten. Na gut. Hier ist mein Bett, gehe ich von aus. Tür zu. Ah, mein Bett. Gott, wer steht denn um diese Uhrzeit auf? Mal aus. Ich brauche eine Dusche, bevor ich zur Arbeit gehe. Was macht er denn? Was ist das? Was ist das? Hier in meinem Schrank. Klasse. Wo ist diese hässliche Puppe, die hier lag? Oder saß? Alter. Cool. Ich muss ein bisschen Seife benutzen. Wo habe ich meine Autoschlüssel hingelegt? Die Spielbox ist natürlich weg. Das gibt es doch nicht, Alter. Ach komm. Bitte. Was sucht dieser blöde Clown da? Denn hier immer? Irgendwas schiebt mich durch hier ständig. Hey Keule, du bleibst genau da sitzen, ja? Muss ich jetzt da rein? Hä? Hä? Jetzt! Oh, der hat die Schnauze voll. Das ist mein Haus.
Wohnung. Ja. Nein. Warum ist das jetzt aus? So. Die nächste Puppe. Die kenne ich noch gar nicht. Ich habe den ersten Teil zu wenig gespielt. Das ist doch irgendwie die Spielbalance ein bisschen im Arsch. Ah ja, wir suchen immer. Wir suchen ja immer noch die Schlüssel. Sag mal, willst du mich? Jetzt ist die Puppe weg. Wir kennen uns doch. Nein! Der macht sich nur Sorgen um seine Schlüssel, ey. Ja, keine Ahnung, wo du deine Schlüssel hast. Ey, sag mal, war das vorhin ja auch schon? Nee, oder? Ist klar. Ich brauche einen Schlüssel. Nein. Finger von diesen Lichtschaltern, ey. Wo können diese blöden Schlüssel sein? Sie rein. Ich lasse hier niemanden rein. Das klingt ziemlich krank. Boah, ich bin gerade um 4 Jahre gealtert. Okay, das war's für Part 1. Ich denke mal, ein, zwei Parts mache ich noch. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.